Und Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu Fallout 4. Tja, wie ich angedroht habe, starte ich jetzt mein Let's Play von Fallout 4. Wie genau das dann wirklich dann ablaufen wird, werde ich noch sehen. Auf alle Fälle werden wir jetzt erstmal den Charakter erstellen. Das wird quasi die erste Folge sein, also ich konnte nicht so früh anfangen wie andere, tut mir leid. Und ich versuche erstmal mit Tastatur und Maus zu spielen. Bethesda Game Studios presents Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Mann, ich sehe echt gut aus. Wo ist mein Bart hin? Bewege die Maus, während du Maus 2 gedrückt hältst, um dich umzusehen. Ach, die rechten Mausbutton. Genickbruch. Okay, und das ist die Dame. Okay. Tja, damit sind wir auch quasi im Spiel und ja, der Klassiker War Never Change. Und da hinten ist der Roboter, dessen Namen dann nicht aussprechen sollte als Deutscher. Und gucken wir mal, was wir hier so haben. Ich finde die Steuerung so ein bisschen unübersichtlich hier. So ein paar Standardgesichter mal durchsippen hier. Ja, in der ersten Folge, denke ich mal, wird zum größten Teil, werden wir uns um die Gesichtsmodelle, um unseren Typen kümmern. Und ich werde auch den Mann nehmen, also ich finde zwar gut, dass man Frauen spielen kann, aber ich bin halt immer so der Mann. So wie in echt halt. So, dann guck mal, F, Gesicht. Markiere einen Teil des Gesichtes und drücke Maus 1, um diesen Teil anzupassen. Ja, was? Achso, ich muss jetzt hier S. Ach, das ist aber schlecht gemacht.
So, gucken wir mal hier. Meine typische Frisur. Für meine Charaktere ist immer so ja, Natur halt. Ist halt hier nicht irgendwie so adrett oder sowas. Gucken wir mal ist lieber so hier. Ist mal hier sowas eher Zottel. Weißt du, wie sehr mir der neue Haarschnitt gefällt? Mal gucken, was gibt's denn noch? Sieht der hier aus? Gepflegt, Schmalzlocke, Alpha-Männchen. Na klar. Schönes Alpha-Männchen, Haarknoten. Oh, ich finde Männer, die sowas haben, sonst sowas sieht so ekelhaft. Also ich mag das überhaupt nicht. Also lange Haare bei Männern ist kein Problem, aber ich finde es schlimm, wenn die Zöpfe tragen. Also so Zöpfe, die man halt eher wirklich bei Frauen eher hat. So Pferdeschwanz und sowas. Gammler, nee, sowas mag ich dann nicht. Also wenn dann lange Haare, dann nicht so, das, nee. So, dann nehmen wir hier mal den Schmuddel oder Zottel. Ich Die nehme neue Frisur Schmuddel. steht mir wirklich gut. Ja, du siehst nicht schlecht aus. Ja. So, achso, die Haarfarbe noch ändern. Ist das nervig mit der Tasteneingabe? Also mein Controller liegt auch neben mir, also wenn ich feststelle, dass es mit Tastatur irgendwie gar nicht geht und mit Maus, dann switche ich einfach auf Controller um. So, nehmen wir was Rotes, oder? Ich könnte zwar meine Haarfarbe nehmen, aber ich mag es immer, wenn es so irgendwie rötlich ist. Gebleicht. Nee. Platinblond. Das ist Platinblond? Also Platin sehe ich da jetzt nicht drin. Blond, goldblond, dunkelblond, hellblau, ach, hellbraun, gelbbraun, fuchsig. Na, bist du ja ein bisschen fuchsig? fuchsig, das ist doch keine Farbe, ey. Rotbraun, tiefrot, Kastanien. Neue Kastanienbraun Frisur? sieht doch gut aus. Gefällt mir. Nein, das ist neue Frisurfarbe. Ja, wir wollen ja schon richtig machen. So, dann gucken wir mal hier. Linker Maus bewegen. Ah, man kann die Stirn hier erhöhen. Ich bin immer ganz vorsichtig, weil ich hasse es, wenn ich mit einem Charakter spielen muss, mit dem ich hässlich finde. Ich kann einfach nicht mit einem Charakter spielen, den ich hässlich finde. Das geht, kann ich nicht. Oh, was macht das Mausrad? Ach, das macht die. Okay. Machen wir so. S-Umfang. W und E, was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach so, nee. Ah, okay. Ach, also wer hat sich denn das hier ausgedacht? Das ist ja. Nee, das ist ja. Entschuldigung, da hätten mir Schieberegler, glaube ich, besser gefallen. Als hier mit der Tastatur noch arbeiten zu müssen. Ja, ich denke, das kann man so nehmen. Das ist mein kräftiger Mann. Yeah, ich bin deine Katze, dein Tiger. So, T wie Typ. Cool, Hallo, schöner Mann. strukturiert. Ja, das Kompliment kann ich auch zurückgeben, ne? Runzlig, ernst. Du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Also ernst sind wir ja schon. Ah, der ist mir so. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Ah, schelmisch attraktiv, Mann. Schelmisch attraktiv. Ach, es ist Hautfarbe. Kaffee, Bernstein, dunkel. Es ist schön, dass man es einfach dunkel gemacht hat. Das ist so schön neutral. Finde ich, ist eine gute Bezeichnung. Umbra. Umbra. Sagt mir gar nichts. Gegerbt. Rosig, blass. Ja, So bleiben wir bei attraktiv rosig. wie am ersten Tag. Dankeschön. Weißt du, nur für dich, Schatz. Nur für dich. So, Bewegen. Nee. Nee, bleibt hier mittig. Ich finde cool, dass die Augen bleiben schön auf dem Spiegel. Ja, so passt das. Mauswheel ist raus und rein, ja.
Mach mal so, würde ich sagen, oder? Ja, das passt. Ja, die Folge wird ist eher ein bisschen, denke ich mal, ein bisschen langweiliger, sage ich jetzt einfach mal. Einfach nur, weil Charaktererstellung, was soll man denn da groß erleben können, ne? Ach, hier, okay. Hier drehen wir. Nee, so, so. Kann ruhig so bleiben. Ja, nehmen wir so. Umfang und W und... Nee, Umfang ist S und W, so. Ah, okay. Was ist... Oh, bei der, da kann ich nicht mal gedrückt halten. Das ist doof. Ja. Würde ich sagen, kann man nehmen. Ich finde, annehmen. Das sieht ziemlich gut aus. So, T wie Typ. Müde. Deine ausgeruht. Augen. Das sind meine absoluten Favoriten. Ja, ja, ja. Schmal. Schief. Richtig schön frisch. Wachsam. Was auch immer das für eine Bedeutung hat, dann. Dass es wachsame Augen sind, würde ich jetzt nicht so erkennen. So schöne Augen. Nehmen wir hier wachsam. Wir sind immer wachsam. Und noch die Augenfarbe. Ich mag ja echt, ich bin ja wirklich Leute, die wirklich so eine coole Augenfarbe, Standard-Augenfarbe haben, wie grün oder blau. Das finde ich so schön Farben. Das hier sieht aus wie grauer Star. Oh, Bernstein ist auch eine schöne Farbe. Schade, dass man nicht reinzoomen kann. Stahl. Oh, Stahl ist auch ein Schick. Meergrün. Oh. Hellgrün, Haselnussbraun. Hellgrau. Hellgrau hat auch so einen leichten blauen Touch. Hellbraun. Ich habe eher so ein Graublau. Mehr Grau als Blau. Grün. Grün erkennt man gar nicht. Hellblau. Also richtig helles Blau. Also so das, was früher so deutsch als deutsch bezeichnet wurde, mag ich eher nicht. Eher so ins... Sowas wie Bernstein. Sieht schon schick aus. Meergrün. Hellgrün, Meergrün, Meergrün. Ach komm, ja. Nicht schlecht. Komm, nehmen wir diese Augenfarbe. Oder? Ah, ich kann mich aber nicht entscheiden, weil ich muss einen Charakter haben, den ich gut finde. Deine Augen. Die Charakterstellung, dann kann ich mich ewig austoben. Also es gibt da Leute, die laufen mit den hässlichsten Typen rum wie sonst was, das könnte ich nicht. Ich würde spielen und genießen. Und mich nicht die ganze Zeit für meinen Charakter schämen. Aber ich glaube, das gefällt mir. Das ist eine schöne Augenfarbe. Der hat so einen leichten roten Touch. Jo, gefällt mir. So, Augen haben wir. Nase. So, hier. So, die Mitte. So, können wir machen. Ja, Mauswheel ist... Wahrscheinlich um die Nase tiefer zu machen oder rauszuziehen. Ach Gott, nein, lieber. So hier. So passt es. Passt so von den Lippen her. Umfang könnte kleiner sein, ehrlich gesagt. W und S. Ja, ja. Ich hätte jetzt gerne noch in dem Umfang ein bisschen gekürzt. Na gut, aber. Schatz, findest nehmen wir du meine so. Nase zu groß? Nein, das ist ganz optimal. Du bist ein schicker Typ. So eine süße Nase. Das ist einfach nur die Textur quasi. Markant. Schmal. Hallo, schöner Mann. Nee, die verändert sich doch. Ich dachte, das... Markant sieht, aber nicht so gepunktet. Mein schöner Mann. Römisch. Oh ne, da ist so ein dicker Nasenbuckel drin. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Oh ne, die sieht so kaputt aus. Ja, nehmen wir Markant 2, die sieht eigentlich ganz gut aus. Noch die Farbe, ist wahrscheinlich Hautfarbe. Ja. Da brauchen wir nichts. Escape.
So, Nase haben wir. Die Wangenknochen können wir noch ein bisschen ändern. S. So, Mauswheel. Halt ja, ich, nicht schlecht. Zerforscht, ja. Ja. Ich mag es auch, wenn die Haut auch nicht perfekt ist. Also ich mag zwar nicht jetzt hier Sommersprossen drauf oder Pickel oder irgendwie sowas, aber ich mag es immer, ich habe immer gerne so eine kleine Narbe, so das ist eigentlich Typ Klassiker im Endeffekt. Ich glaube fast die meisten haben immer eine Narbe drin irgendwo. So. Nee, der kann hier ein bisschen voller sein. So, Mauswheel. Ja, vor allem die Übersetzung ist ein bisschen L-Mouse, bewegen, Mauswheel, also so ganz perfekt haben sie es hier nicht übersetzt, ehrlich gesagt. Wirkt fast schon so ein bisschen wie damals bei Oblivion. Wo dann hier merkwürdige Übersetzungen waren oder die teilweise nicht mehr reingepasst haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die Qualität ist von der gesamten Übersetzung. Dann müsste ich ja sagen, ich habe ja nur Pech mit Übersetzungen. Ne? Passt aber. Ausgeprägte Wangenknochen. Oh yeah. Was ist das hier? Der Mund? Was ist? Wenn er sich nicht bewegen würde. Das ist jetzt so. Okay. Nö, ja, das kann man eigentlich so lassen, wie es vorher war. Die Unterlippe ist das quasi. Das ist jetzt der Kopf an sich. Okay, nee, der ist eigentlich so in Ordnung. Wo ist denn hier jetzt? Hier. T für Bart. Part. Ich brauche einen Vollbart. Ich muss einen Vollbart haben. Liegt vielleicht daran, ich hab selber ja auch einen Vollbart und. Ich mag Bart. Bart muss sein. Naja. Der linken Abenteurer. Der Abenteurer macht. Mann. Abenteurer? Was meinst du, Schatz? Mit oder ohne Bart? Ah, vielleicht mehr so in 3-Tage-Bart-Richtung. Aber wenn er. Das Nervige ist, man muss die Stelle anvisieren und dann muss er. Oder sollte am besten den Kopf stillhalten, eigentlich. Bürgerkriegsende, Sezession. Spitzbart. Der Barde, Hombre. La Hombre! Die Bestie. Der Metzger, Hollywood-Klassiker. Pokerface, Neureich, Unterlippen. Oh wow. Naturbursche. Kaputter Rasierer. Sehr gut. Der kaputte Rasierer. Einsamer Wanderer. Es passt zu dem einen Lied, das die hier in der Werbung benutzt haben. The Wanderer. Ich nehme den hier. Ein Schnurrbart. Cool. Das ist doch kein Schnurrbart, das ist ein Vollbart. Ein 3-Tage-Bart. So, die Farbe. Nee, das ist nicht die. Die Bartfarbe kann erinnern. Warum ich es im Bart selber machen würde? Okay, dann nicht. Ich würde sagen, das passt eigentlich. Ja, leicht betonte Kieferknochen. Wangenknochen kommen so noch ein bisschen. Bart passt. Ja, dann, ich glaube, zurück müssen wir. Dann haben wir E für Extras.
Mail oder Male? Oh Gott, nee, das ist sowas hier. Sowas will ich einfach nicht haben. Also Sommersprossen, das ist so. Ich bin froh, dass ich nie Sommersprossen hatte und Leberflecken auch nicht. Sowas. Ah, eklig. Ah. Was meinst du, Schatz? Schelme schön oder schön schelm? Oh, ich kann sie entfernen. Blub, weg damit. So ein Scheiß, ey. Was ist denn das hier? Ah. Achso, das ist, glaube ich, die. Ich sag dir durchscheinen. In dieses Gesicht habe ich mich verliebt. Grobes Gesicht. Ja, was geht eigentlich? Augenhöhlen, Schatten. Nicht schlecht. Nicht was? Schlecht. Alter, das ist ja ein riesiger Unterschied mit Augenhöhlen, Schatten oder ohne. Also sieht ja aus, als hätte er sich geprügelt. Also das ist kein Schatten, das sind ja Pfeilchen schon. Lippenfarbe? Kann ruhig Lippenfarbe meinetwegen anbleiben. Stirnmakel. Ja, das geht eigentlich so, ne? Stirnmakel. Das ist jetzt kein Unterschied, lassen wir einfach mal. Alter, was ist das denn? Jetzt würde er schon an der Strahlkrankheit leiden. Mundmakel. Oh, Wangenflecken. Pockennarben. Oh mein Gott. Wangenlinien. Die Wangenlinien. Schwerische, eingefallene Augen. Nee. Rote Nase. Ja, kann bleiben. Sonnenbrand. Merkbar. Fast nichts. Checkout rechts zur Wange. Ah, das ist hier diese leichte Verfärbung hier. So eine Pigmentstörung. Hier, merkt man, sieht man hier. Ich kann das ja mal aufdrehen. Dann sieht man es, glaube ich, besser. Hier, ah, hier sieht man es sogar. Da. Das ist so eine Pigmentstörung. Das sind ja Leute, die haben wirklich ihre Krankheiten, wo sich diese Pigmentstörung über die ganzen Körper ausbreitet. Ist auch nicht schön anzusehen. Und die haben dann auch oft Probleme damit. Aber da gibt es, glaube ich, eine berühmte. War eine relativ bekannte, was macht die hier, so ein bekanntes Model, das ist glaube ich so eine, eine schwarze Person, eine dunkelhäutige Dame, die hat auch diese Krankheit und die hat sich da offen zu bekannt, das ist ziemlich gut eigentlich sogar, hat glaube ich relativ viel Mut eingebracht. Ach nee. Das bisschen kann meinetwegen sogar bleiben, meinetwegen. Das ist ein schöner Makel. Checkout, aber sonst nichts weiter. Ich glaube, man merkt schon, dass ich mich da gerne sehr viel aufhalte. Grobes Gesicht. Vielleicht kommt drauf an, was ich dann bei den Schaden hier mache. Augenhöhlenschatten. So. Ah, hier sind schon leichte Namen. Rechte Braue tief. Verbrennung mit. Alter! Boah, das ist ja hier quasi. Gott, ich könnte dafür sorgen, dass er aussieht wie der Bluthund aus Game of Thrones. Krass. Das wäre was. Hier vom eigenen Bruder schön ins Feuer gedrückt. Ah, herrlich. So, jetzt kommen wir zu den Narben. Aber man kann dir sehr viel aussehen, das gefällt mir. Finde ich ziemlich cool. Ewiges Lächeln. Ah, schöne Referenz an den Joker. Lippenkratzer. Kinn, Verbrennung, Stirn. Boxer, Runden, 12 Runden. Boxer, gebrochene Nase. Oh, das tut da weh.
Hier ist blaues Auge. Ah, nee, Entschuldigung, das sind der Schatten. Ja, das sind Augenschatten. Ja, hat da meine dicke Lippe riskiert. Ja. Hä? Ach, hier. Und den müssen wir jetzt mit A. Okay, jetzt wird er verblasster, nehme ich. Wir machen den mal auf 70, würde ich sagen, oder? Ja, kann man machen. Ich würde ja tatsächlich sogar gerne eine Verbrennung machen, aber das ist, glaube ich, dann schon wieder zu extrem. Ich kann ja mal gucken, wenn ich ihn hier runter reduziere. Na gut, so nicht. Ah, wie sieht das aus? Ah, jetzt hat er sich ja geändert. Vielleicht aber hier auf der. Hier drüben einfach. Du hast so ein ausgeprägtes Kinn. Warum hat denn jetzt hier zurück gemacht? Achso, ja, ja. Muss er hier Space drücken. Aber die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Ja. Ist so eine Kleinigkeit, aber man kann man nehmen. Dafür kriegt er hier noch eine irgendwie so eine Narbe hier über die Nase. Er war im Krieg, ja. Also wenn ich richtig verstanden habe, ist er Soldat hier. Nasenrücken, ja. Ja. Rechte Fursche vielleicht. Na, das könnte man eigentlich sogar machen. Richtig schön. Ah! Aber man geht ja davon aus, wenn ich einfach mit linker Maustaste drauf drücke, dass er es aber akzeptiert, aber das muss ja hier andauern wird das. Ja, das haben sie aber schlecht gemacht. Wenn man denkt, dass diese Reihe auch PC-typisch war und dass sie dann auch wieder so ein Spiel ist, was mehr auf Konsole fixiert ist, das ist so ein bisschen. Ich hab's ja der Konsole und ich spiele auch gerne auf der Konsole, aber ist manchmal ein bisschen nervig. Aber, ja. Finde ich gut. Gefällt mir. Das gefällt mir. Eh annehmen. Attraktiv. Oh ja. Du bist ein geiler Typ, ey. Mein Gott, bist du gut aussehend. So, Gesicht haben wir extra, sagen wir. Geschlecht. Jetzt bin ich dran, Großer. Also wir die kann halt wegen so bleiben, also. Das sieht echt gut aus. Lass also mich mal kurz daran. Ich finde, es hat sich gelohnt, sich so viel Mühe zu geben. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Gut, gehen wir zum Körper. Gut, jetzt ist er quasi etwas muskulös. Jetzt ist er. Hat er gar keine Muskeln? Jetzt ist er einfach nur dünn. Nee. Jetzt sieht er so aus wie ich. Oh, Standard. Und so sieht er aus, wie ich mich immer präsentiere. Ich würde sagen, wir machen. Also es ist halt so ein Spiel, wo es wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Ich glaube, in den meisten Spielen hat die Körpergröße oder dieses Aussehen halt keinen großen Unterschied. Ich finde die Spiele coole, wo man den Wert dann eingibt und das dadurch den Körper dann verändert. Ich weiß gar nicht, welches Spiel war das. Ich kenne ein Spiel, das hat er so gemacht. Musste man die Werte angeben und dann hat er das alles angepasst. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Merkwürdig. Mach mal so. Ja, ich will zufrieden sein mit dem Typen. Ja. Wir haben einen schicken. Ja. Wir haben quasi mich in schick. Gut, ein bisschen mehr Bart könnte man vielleicht noch machen, aber ich finde es so in Ordnung. Ja, ja, wie siehst du das? Ja, klar. Ja. Magst du mich? Nein, was? Bam, eine geklatscht. So, okay.
Enter. Charakter bestätigen. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wow, das Spiegelbild ist... Ja, ist sehr detailliert. Ich bin echt mal gespannt, wie das hier dann mit Maus und Tastatur funktioniert. Schicke Dusche. Ja. Das ist eine schicke Dusche. Hat sie was? Warum hat sie noch was zu sagen? Das Frühstück schon fertig ist. Toilette. Gut. Tja, damit bedanke ich mich, dass ihr dabei wart, wie ich diesen Charakter erstelle. Tja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und sagt doch, ob ihr gerne weitersehen wollt, wie ich Fallout 4 spiele. Oder ich kann es auch so schneiden, dass quasi so wichtige Szenen dann ist. Das entscheide ich dann quasi spontan. Je nachdem, wie ihr dazu steht. Also kann ja sein, dass ihr es gar nicht von mir sehen wollt. Es gibt ja hier 1000 YouTuber, die es schon produzieren. Ich richte mich da ganz nach euch. Ich werde das Spiel sowieso spielen. Aber ich hoffe, euch hat die erste Folge erstmal gefallen. Wir haben einen schicken Charakter kreiert. Ich bin froh. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio!